Willkommen bei Alarm am Tisch. Wir machen heute weiter mit unserer Reihe der kleinen Spiele und heute wird uns Jörg Cross Clues vorstellen. Also, wir spielen heute Cross Clues aus dem Jahr 2020 von Gregory Grad. So haben wir das jetzt mal interpretiert, was Scheint da steht. Franzose zu sein, ne? Könnte Franzose sein, das heißt, man könnte es auch völlig anders aussprechen, aber das wissen wir nicht. Cross Clues hat den Untertitel Denkt gemeinsam um die Ecke. Das ist hier Programm. Wir haben ein Raster von Buchstaben und Zahlen und darunter stehen Worte. Und jeder von uns bekommt dann eine Karte. Zum Beispiel haben wir jetzt natürlich nicht da E5. Und bei ich hätte jetzt E5 und E5 würde hier liegen und zwar in dieser Kombination. Dann müsste ich jetzt sagen, ein Hinweiswort geben. Der Hinweis darf aus genau einem Wort bestehen. Und ich sage dann, zum Beispiel, weil es Burg und Zeit ist, ne, E5 wäre Burg und Zeit, sage Mittelalter und die beiden kommen drauf, dass das Zeit und Burg ist. Ja? Und nichts anderes von dem, was da Also liegt. nicht Ente Mond. Genau, nicht Ente Mond, sondern auch nicht Schneezeit oder Schneestrand. So, sondern sie kommen darauf, dass ich Burg und Zeit meine und sagen dann, einer von beiden sagt E5, dann haben wir zusammen gewonnen und dann lege ich das dahin als Bestätigung, dass das stimmt und das bleibt da dann liegen bis zum Spielende, denn am Spielende zählen wir aus, wie viele Begriffe wir erraten haben zusammen und dann gibt es so eine Tabelle hier in dieser Anleitung und dann wird gesagt, wie viele Punkte man denn erreichen sollte, um mau, okay, gut oder super zu sein. Ja? Das werten wir dann dieses Mal natürlich auch aus. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Einmal gibt es ein, oder Modi-Spiel, Modi. Einmal gibt es ein schnelles Spiel. Das besteht aus einem 3x3-Raster. Es gibt ein klassisches Spiel. Das besteht aus einem 4x4-Raster. Wir haben ein klassisches Spiel aufgebaut. Und es gibt ein Expertenspiel. Das besteht aus einem 5x5-Raster. So, wie lange haben wir Zeit? Wir haben Zeit, solange diese Sanduhr läuft. Wir haben hier so eine Sanduhr, blau. Diese Sanduhr drehen wir um und dann haben wir 5 Minuten Zeit. Man kann sich das für den Expertenmodus auch auf 10 Minuten setzen. Dann dreht man halt die Uhr zweimal um. So. Wenn Sie dann drehen die Sanduhr um, alle ziehen zwei Karten und wer dann schon einen Hinweis hat für seins, der redet einfach drauf los und sagt, ich gebe einen Hinweis und sagt dann sein eines Wort. Gemischt hast du sie Und ja, das war's ne? dann. Genau. Also wir müssen alle 6 Begriffe dann in der Zeit von der Sanduhr erraten. Nein, wir ziehen immer wieder nach. Wir ziehen immer wieder Wir nach. machen so viel wie Also, möglich. wir nehmen jetzt hier, also die Variante ist, wenn wir das 4x4 mit drei Personen spielen, dann zieht jeder zwei Karten und kann sich aussuchen, zu welchem Begriff er dann ein Hinweiswort geben möchte. So, und wenn das dann abgespielt ist, entweder haben wir es gelöst, dann kommt es hier rein, oder wir haben es nicht gelöst, dann kommt es zur Seite, dann ziehst du eine Karte nach. Okay, Und wir. also es wird andersrum hingelegt, damit man sieht, dass das schon erledigt Ja, ist. genau. Aber Ne? Aber es wird dann wird hingelegt. die Uhr neu gestartet, oder was? Nein. Also Nein, nein. wir Wir haben spielen alle. fünf Minuten. Das Spiel Ja, dauert fünf das ist die Minuten. Frage, die ich Genau. hatte, Ja, genau. okay. Das Spiel dauert 5 Minuten. Genau. Und wir spielen gemeinsam, das Wir habt ihr mir spielen, nicht verraten. nee, das haben wir also Volker absichtlich nicht verraten, weil Volker mag eigentlich keine kooperativen Spiele. Ich werde es trotzdem gewinnen. Ja, eindeutig wirst du das gewinnen, genau. Du wirst natürlich am meisten die besten Hinweise geben und die meisten Begriffe erraten.